So, wir sind jetzt wieder unterwegs und haben Hardy und Taco verlassen und Frieda war schon arbeiten und es war so schön bei den beiden. Also es war echt toll. Das hat sich wirklich gelohnt, nochmal den Weg hier rüber zu fahren, ne, an die Westküste. Ist auch sehr schön landschaftlich hier. Wir haben auch mal ein paar Tipps gekriegt von Hardy. Aber es war auch ganz toll, die zwei kennenzulernen. Also das muss ich einfach mal so sagen. Einfach eine Bereicherung gewesen mit ihrem süßen kleinen Taco. Flumi. Oh. Also falls ihr das seht, lieben Dank nochmal für die schönen zwei Tage. Es war sehr schön bei euch und wir vermissen jetzt schon Taco auch. Er war so putzig. Oder ist so putzig, besser gesagt. Ja, wir fahren jetzt die letzten zwei Tage an der Westküste entlang. Nee, Südküste ist das jetzt ja schon bald, ne? Südküste entlang in Norwegen. Bevor wir dann die letzten zwei Tage die Heimreise antreten. Und wir nochmal ein bisschen die Landschaft hier genießen. Sehr, sehr schön. Eine ganz andere Art von Norwegen, ganz anders, also aber traumhaft schön hier an der Küste. Und wir sind wirklich froh, nochmal die Region hier jetzt auch kennenlernen zu dürfen. Bald haben wir so langsam alles ein bisschen bereist in Norwegen. Aber also wir würden auch gerne nochmal hierher kommen, wenn es dann ein bisschen wärmer ist und auch blüht. Das muss ein Traum hier sein, wenn jetzt alles ausbricht. In zwei Wochen ist ja hier Frühling. Das muss wunderschön hier sein, ne? Also, und die zwei wohnen traumhaft schön. Also, ein wunderbarer Ausblick abends aufs Meer. Und auch jetzt, wo der Frühling kommt und alles grün wird, das muss wunderschön da sein. Also, toll. Wirklich, schönes Fleckchen dort, ne? Heute wird wieder mal gekocht im Mobil und zwar gibt es heute Hähnchenbrustfilet, Streifen, dann habe ich Kartoffeln gekocht, dann gibt es Brokkoli, dann gibt es Sahne und Gewürze und zum Schluss gibt es noch ein bisschen Käse. Und das wird alles im Omnia nachher überbacken. So, jetzt habe ich Brokkoli und das Fleisch unten drunter und die Kartoffeln geschichtet. Salz, Pfeffer, Estragon. Estragon kann ich mal noch so ein kleines bisschen drüber machen. Schmeckt immer zu Geflügel gut.
und Salz und Pfeffer. Und jetzt kommt die Sahne drüber. So. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Käse drüber gemacht. Jetzt kommt der Deckel drauf. Bisschen eine Lücke finden, wo wir den Metallstift hinmachen können. So, Deckel drauf und jetzt wird es angemacht. Und dann denke ich, in 20, 25 Minuten können wir essen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt wollen wir mal schauen, ob uns das schmeckt. So, der Herr ist heute viel gefahren. Es gibt deftiges Essen. Lass es dir schmecken. Brokkoli. Oh. Ja. Also, es sieht ganz gut aus. Mal gucken, wie es schmeckt. Wir werden gleich berichten. Ne? Guten Ach Appetit. wie? Wir berichten nachher auch noch, oder? Ja, na klar. Ja, kannst du ruhig ehrlich sagen, ob es geschmeckt hat oder nicht. Ja, ich muss dann duschen. So, die Teller sind leer. Bäuchlein ist voll. Sag was. Hab's doch gerade gesagt. Bäuchlein ist voll. Das wollte ich nicht hören. Ja, mein Teller ist auch leer. Es hat sehr gut geschmeckt. Nee, war lecker. Hat wirklich gut geschmeckt. Kann man machen. Ja. Macht zwar ein bisschen viel Arbeit, weil ich habe jetzt die Kartoffeln vorgekocht und den Brokkoli vorgekocht und das Fleisch vorgebraten und dann erst alles in Omnia rein. Aber dafür hat sich's gelohnt, weil es hat wirklich gut geschmeckt, muss ich sagen. War auch genau die richtige Menge, ne? Und nicht zu viel Käse, dass es nicht zu fettig ist. Ja. Und war angenehm, hat wirklich gut geschmeckt. Hallo, liebe Videofreunde, ist ein scheiß Morgen. Wir sind ewig nicht weggekommen, schlechte Laune und wo wir sind, wissen wir auch nicht. So fängt's an. So, hallo, liebe Videofreunde. Ja, wir sind in Lindesnes. Lindesnes am südlichsten Zipfel hier unten von Norwegen. Waren hier auf dem Parkplatz, Quatsch, Campingplatz. Und zwar haben wir da gestern hier angerufen, da stand eine Nummer dran und die sind dann noch schnell gekommen und haben uns aufgemacht, weil eigentlich ist hier noch zu. Der Platz ist jetzt nicht so besonders, deswegen haben wir den auch gar nicht gezeigt, weil es gibt nicht so viel zu sehen auf diesem Platz. Es ist mehr so ein, für Angler, ne? Und sehr viel Dauercamper. Aber wir durften eine Nacht bleiben, hatten Strom, haben uns nochmal frisch gemacht, das letzte Mal, bevor wir zu Hause sind. Jetzt fahren wir an den südlichsten Punkt zum Leuchtturm. Das gucken wir uns noch an und dann geht's Richtung Süden. So, jetzt stehen wir Tatsache hier am südlichsten Punkt von Norwegen und da steht das Nordkap. 2518 Kilometer. Ja, da waren wir auch schon, nur nicht dieses Mal. Jetzt sind wir genau entgegengesetzt am Kap. Ja, also hier hätten wir eigentlich heute Abend auch, Quatsch, gestern Abend auch stehen können. Total schön hier der Platz, aber es hätte hier keinen Strom gegeben. Und wir wollten ja nochmal Strom haben, damit wir uns nochmal frisch machen können, duschen, alles erledigt.
Da gibt es jetzt bis nach Hause nichts mehr. So, dann schauen wir uns mal hier das Südkap an. Wir waren übrigens heute, haben wir gerade gelesen, am südlichsten Campingplatz in Norwegen. Damit ihr mal auch unseren Hund seht, weil ihr immer sagt, ist euer Hund überhaupt dabei? Ja, aber der ist Tatsache wirklich kamerascheu. Hältst du irgendwie die Kamera hin, dann ist er weg, will er nicht. Aber er ist dabei, der Gute. Freilich nehmen wir den mit. Bezahlen muss man hier natürlich auch. 8 Euro pro Person kostet das, dass man zum Leuchtturm darf. Ne? Geht nicht, nur dann bezahlen wir nicht. Wurde gleich rausgeschmissen. Ja. Die Karte, weil wir gesagt haben, da bezahlen wir nicht. Abhaken. Abhaken, weil da oben geht noch eine steilere Treppe als Wendeltreppe hoch. Nee, nix für Claudia. Michael ist vorne wegmarschiert, ohne Kamera. Naja, vielleicht kann er ein paar Bilder machen. Da oben steht er. Du hast gut. Ich sehe gar nichts hier. Noch die Sonnenbrille auf. Stockedunkel. Hier gibt es so Gänge, die man langlaufen kann. Aha, in diese Richtung geht's also nach St. Petersburg und Stockholm, hier Riga, Göteborg, Skagen, Helsingør, da wollen wir morgen hin, Hanstholm, kenne ich nicht, Lübeck, Hamburg, Kap der Guten Hoffnung, Marseille, Amsterdam, Gibraltar, London, Rio de Janeiro und Lissabon, Newcastle, Edinburgh, New York, Reykjavik, Stavanger, Bergen, Nordpol, Trondheim, Lofoten, Murmansk, Oslo. Und dann sind wir wieder in St. Petersburg.